Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Walala. Okay, es war ein Versuch wert, würde ich sagen. Ihr habt mich hoffentlich alle verstanden. Super, super, Und super, es geht wieder richtig geil weiter hier. Ihr seht schon unser kleines Boot, damit sind wir an dem Planeten hier gelandet und unsere schöne Hütte hier oben. Komm ins Maul, ey. Und mit dabei ist wieder Onkel! Hallöchen. Der mit dem Knüppel. Dann haben wir Gott, ist auch noch dabei, der Admin, hallo! Hallo. Der spricht von ganz weit weg, aber er ist überall. Voice of God. Ey, hier, lass mal Gold regnen oder sowas, Du bist bitte. gerade ein bisschen leise, Junge. Sag Dann ich habt doch. ihr schon gehört, der Noxi ist auch dabei. Hallöchen. Der Nero? Ahoi, Servus, grüßt euch. Ahoi, sind wir jetzt am Schiff? Ja, wir sind am Schiff, alles klar. Dann der Dynamo-Man. Hallo. Mega geil. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Ja, dich. Nee, halt, Geist, nee, ich habe mich doch vorgestellt. Ich bin der Revano. Hallo erstmal, ich grüße euch. Hallo Nee, erstmal. der, wo ist Mein er? Name. Geister, Geiserich, wo ist er denn? Hat sich Ja, versteckt. hallo. Da ist auch noch einer. Yeah, jetzt sind wir aber vollständig, oder? Yeah. Ja, wir sind Korrekt, vollständig. Bei dir, voll also wenn bis geil. du fertig bist mit der Ansage, ist die Folge vorbei. So, liebe Zuschauer, Wieso ist doch eine. Ge ist wichtig und das war's schon persönlich und die wieder. soll auch mit vollen Genüssen genossen werden. Genüsse, Genüsse, Alter. Genüsse und Wir sind Genüsse. immer noch im Mittelalter, ja? Die Worte wurden noch nicht erfunden, alles so richtig. Oh. Ja, keine Worte, die haben alle noch gegrunzt. Ja. Genau, im Sagt Mittelalter. er, sagt er, die Stimme aus dem Nix. Erzähl das mal Mel Gibson von Braveheart. Oh nein, Ey, der konnte sich zumindest schon. Der konnte sich zumindest schon anmalen, ja? Der konnte sich anmalen und er hat seinen Arsch rausgestreckt, ja. Ja, schade, dass der Brian nicht dabei ist. Charlie Brown? Nein, der Brian. Unser Musicbot. Ach so. Herr der Ringe. Nein, es Ich ist niemals verstehe. Herr der Ringe. Oh Gott. Gott. Ach, Du das war sagst schade. es. Selbst Gott. Also Dynamo, wir haben es uns echt gemütlich eingerichtet, ne? Ja. Also, ich wollte schon fast sagen, dass die anderen das alles abreißen können und zu uns hier kommen. Macht denn eigentlich für Scheiß? Gott, kannst du mal bitte die Entertainment. Sonne anmachen? Bezähmen. Und das dauert. Im Ernst jetzt? Im Ernst. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich Nein, glaube im echt, Detlef. Revano passt ins Mittelalter-Konzept. Kannst du mal bitte die Sonne anmachen? Kannst du mal Sonne anmachen? Weißt du, da hängt so eine Kordel unten dran, da ziehst du einfach mal Mach kurz mal dran. Sonne. Mach mal. Bump. Hast Da du steht dann, Sonne? der steht auch ganz, ganz, ganz Ja, gespannt so. vorm Ist genug Lagerfeuer. Sonne? Ja. Und was? Was ist jetzt passiert? Das hast du die Sonne weggemacht. Was? Nein, Sonne müsste da sein. Ist es denn richtig, dass der Planet flach ist, oder? Oder ist der schon Wie dein so? Hirn. Du bist ein Planet, der flach ist. Wir sind auf einer Scheibe, ist richtig. Ah. Ja. Auf einer Scheibe. Scheibe. Eine Was ist Pizza ist dann aber? normalerweise der Gedankengang am Scheibe-Bums. Anfang gewesen, die Welt nachzubauen, aber. Super, ja? Geil, Alter. Ist sie dann auch so geil belegt, oder was? Das Mhm, siehst du auf doch. jeden. Wir haben Revano als Käse. Oh. Oder als. Schmierig. Obwohl, das meistgehasste auf einer Pizza, also bei mir zumindest, ist eine Ovale, wollte ich sagen. Was? Ist so, nee, eine Olive, genau. Olive. Und Revano ist meine Olive. Ja, das sagt er jetzt nur so. Nachher kommt er Das wieder, du klingt. bist die Kirsche Und für mich. ich will es nicht sagen, Die aber Kirsche auf der es Pizza. klingt falsch. Es klingt einfach nur falsch. Kirschpizza. Okay, also Revano isst gern Kirschen auf Pizza, okay. Nee, aber Schinken oder so. Oder Ich mag Salami. Schinken auch überhaupt nicht. Also Schinken, ja, du bist Schinken. Schinken ist geil, Alter, was? Hallo? Schinken ist Geil, Back. geil. Jeder Turtle freut sich über eine Schinkenpizza. Stimmt, du bist ja. Stimmt, und eine Übrigens. Schildkröte bist du auch Ah, noch, doch, genau. doch. Ja, wenn es mal Geiserich, es wieder hat kalt funktioniert. wird, verkriech ich mich. Ja, schön. Ein Wunderschön! Geiserich! Ja. Geil! Wir haben Dach! Kinders, wir haben Dach! Ja. Hey, haben wir auch. Alter, es sieht aus wie von hinten wie so eine Ja, das kleine stimmt. Farm, Wir haben auch. Alter. Da fehlt noch die Windmühle. Unsere kleine Farm. Nero. Ja. Eine Frage, der Airdrop dort hinten ist das.
Okay, der ist jetzt weg. Der ist weg, ja. War erledigt. Also zwei. Ich glaube, der war ein bisschen arg weit. Vorwächter, ey. Stimmt, aber hier gibt's aber keine Brut-Dinger, oder? Gibt's die hier? Die großen Türme? Sarko, bei unserem Sarko. Also Sarko? Ja, ich versuche ihn wegzulocken. Ich bin tot. Nein, passt. Hör auf damit, Dynamo-Man. Nicht sterben, sterben ist gut. Jan? Ich bin tot. Ja. Wieso? Gibt's hier auch Bruten, oder? Also gibt's die hier auf der Map, oder sind die noch nicht hier eingefügt? Oder sind die ich glaube, nee, hier gibt's gar keine Obelisken. Also du kannst die Brutmutter gar nicht spawnen. Aber wir können natürlich gerne irgendwie auf euren Wunsch ein Event machen, weil für die Brutmutter kann ich sorgen. Das ist kein Problem. Okay. Willst du die Mama sein? Ich will deine Mama sein. Baust du bitte gleich wieder einen Schlafsack? Dann möchte ich gerne Taschengeld haben. Ich kann in deinem Schlafsack nicht spawnen. Warum ganz nicht? Viel davon. Weiß ich nicht. Ich kann Oh, Alter, das klingt so falsch. Ich kann in deinem Schlafsack nicht spawnen. Alter. Boah, 112er! Nein! Ja, wer dachte, Revano ist schwul, der wurde jetzt nochmal eines neuen, besseren belehrt. Hey. Er weiß es noch nicht. Wer wollte jetzt in einem anderen Schlafsack spawnen? War das doch Dynamo, ne? Ja. Inas, wir brauchen Holz! Ich hätte fast gelacht. es war kurz davor, es war ganz, ganz kurz davor. Was gelacht. Wie ist das im Schlafsack? Dynamo? Ja. Bist du fast da? Nein, ja, klar. Nein. Er liegt schon drin und wartet. Denke ich nicht. Dynamo ist immer noch fast. Er lacht nur fast, er ist nur fast da. Wäre echt cool, wenn du mal zusehen würdest, deinen Arsch eher zu bewegen. Und er spielt nur mit, aber nur fast. Hallo Geister, ist sehr schön. Hilfe! Genau. Mücken! Dynamo spielt nur fast mit. Aber bei The Fast and the Furious wäre eine große Nummer. Oh, Gott. Oh mein Gott, ey. Ich komme, Nero, ich bin zum Glück richtig. Oh, er kommt! Jetzt komm da. Fang gleich an zu weinen. Man merkt gleich, dass er Schlafsack gespawnt ist. Oh Mann, ey. Da im Mittelalter sind die alle irgendwie ein bisschen gesellschaftsbedürftig gewesen. Oh Gott! Ja, genau, keine Stimme, aber schwul. Lass doch mal den Gott in Ruhe, der kann auch nichts dafür da oben. Also, nach deiner Meinung haben sie im Mittelalter alle aus dem Trog gefressen, haben nicht geredet und waren nur im Poppen. Klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Gute Lebenseinstellung, klingt fast, oder? Klingt fast wie eine Lebensweisheit, ne? klingt fast wie im nächsten Dorf hier bei mir. Nee, bei dir gab's Wege jetzt. Bei dir ich lock das Sarko mal ein bisschen weg, okay? Das wäre super nett, danke. Wen möchtest du quälen? Habt ihr Holz? Ich bin auch gleich da. Braucht ihr irgendwas? Ich bin Best Eye. Holz! Und ich bin gleich Holz, wieder da. Holz. Ich hab meine Axt. Und vor allem, wir brauchen Halt. Halt ist 90 Stück ist hier drin. In der Kiste ganz hinten. Oh, ja, brauchen wir mehr, das Bett kostet. Moment. Ich brauch Halt. Einfach wieder in den Norden hochlaufen. Dann kommen wir direkt auf unser Scheißbett. Und der Sarko. Vision? Blöd, wo ist das Bett? Wieso kann ich Ach, das ist Bett. Das Bett, also ein Bett braucht 40 Halt. Zur Info. Boah, dann die Hütte sieht schon weit aus. Ich denke mir mal, weiß nicht, wie weit. Die Jäger, die haben doch bestimmt viel Halt. Wir haben Halt, ja. Devano, hast du ein bisschen Holz? Wo seid ihr? Da kann ich mal das Halt von euch abholen. Vom Norden, muss Norden hochlaufen. Ich muss den Norden. Alles reingelegt. Und übrigens, falls ihr was sucht, oben gibt's schon den ersten Schrank. Wo ist denn Norden? Ja. Ey, oben ich halt. Ich hab die Küste lang und dann siehst du uns eigentlich. Nach rechts oder links? Nach links. Nach links. Oh, ich hab Bandana-Bandagen. Bandana-Bandbandage. Sag das mal von Stelle her, Nana. Ich bin in der Hinsicht, habe ich ja schon sehr oft gesagt, ich bin ein wandelnder Orientierungsfehler. Von daher kommt mir nicht mit Norden, Osten, Süden, Westen, sagt, wo ich hinlaufen soll. Das ist Gott. Wenn du, was ist das wenn jetzt schon rechts die Küste lang. Wenn du aufs ich denk links. Norden. Wenn du aufs Meer guckst, links hochlaufen. Über einen kleinen Fluss, da sind wir schon. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich habe gesagt, ich soll links danke. Laufen. Ja, also, links. Wenn ich jetzt links laufe, ist das Wasser von mir auch links, ne? Das ist, und dann in die Himmelsrichtung klar. halten. Und wenn es kalt wird, in die Richtung laufen. So. Hier ist ja der Leiche, ne?
Ja. Muss so laufen, dass das Meer rechts von dir ist. Dann bist du an den nächsten Fluss und da siehst du schon irgendwo links ein Feuer brennen. Da ist es. Das ist doch schon mal, siehst du mal, das ist hören. Das ist doch meine Ansage. Gott wird dich leiten. Sei doch nicht Gott, Mann. Was? Egal, ihr seid alle Gott. So, fertig jetzt. Schleimer. Gott auf vor? Ja, Gott auf Minus. Janik, hast du, Nein. Eine Zwille? Nein. Willst du eine Zwille? Wow. Könntest du mir 25 Euro bringen? Nee, ich muss weglaufen. 25 Euro, nein. Wieso geht er jetzt eigentlich auf mich, nur weil ich so geil bin, oder was? Du bist doch bescheuert, du blödes Vieh. Bock den weg, nicht hierher. Ich wiederhole, das Vieh hat gesagt, oh, Nero ist geil. Alter, lass dir doch einfach mal in Ruhe, das bringt doch nichts. Nochmal zur Information, das Vieh greift gerade unsere getämten Vieh an, ja? Danke. Ich greift gerade niemand an. Das kommt zu mir, scheiße. So, wir hatten Zeit einstecken, überhaupt? Das würde ich gerne haben. 11 Minuten. Was ist denn mit Hannelore und Torwächter? Können wir den nicht losschicken? Ich kann es einschenken, bitte. Ich kann mich aber eh gerade nicht bewegen. So. Oh, wieso kommst du jetzt schon wieder auf? Warum kannst du dich nicht bewegen? Ich bin überladen. Überladen. Achso, jetzt gibt es. Ja, hast du 25 Volt? Ich bin hier schon wieder auf West. Gib mir, was überladen ist, gib's her. Weil, wenn man zu oft stirbt, und gleich ein Spawn anläuft. Wer hat schon gesagt, wir brauchen Hide noch ein bisschen. Naja, haben wir. Dynamo hat 735 Hide einstecken. Aus der Kiste. 705. Nein, hab nein ich nicht. 35 Hide. 35 habe ich Onkel gegeben. Alter, das ist doch gut. So. Haut's mal alles in die Kiste, baue ich gleich ein Bett. Ein kleines Bett baut er. Was wäre cool, wenn wir jetzt ein, zwei Hides hier lassen würden, dass wir unsere Zwille reparieren können. Na, ja, klar, ihr habt das Vieh schon dreiviertel fertig. Wahnsinn, wie es passt. Es ist zu gut, du spawnst und hast direkt so ein Dilo-Vieh am Arsch, Alter, du spitzt doch, du blödes, hässliches Ding. Knutscht meine Fäuste. Oh, fuck. Da rastet er voll aus, der Neroneter. Parasit, du hässliches Ding, du Bob. Alter, der Dino, ohne Witz, er hat schlechtes Gewissen, dass er geschlüpft ist aus seinem Ei, ey, so wie du den runtermachst, ey. Glaub's auch. Der kommt da gleich wieder rein, ey, in sein Ei. Der ist tot, er kommt nie wieder. Der Tormann, der Tor. Oder da gibt's doch mal Hide. Oh, den gibt's gar nicht vom Fisch. Quatsch. Nee, aus dem Fisch. Totmannsknopf. Das Holz. Janik? Aha. Aber jetzt. Hast du das Krokodil weggelockt, oder? Nur ein Stück. Der ist da bei dem nächsten Baum irgendwo hängen geblieben. Macht da einen weiten Bogen drumrum und hofft das Beste. Ja, ich sehe es. Aber mit der Zwille, das Vieh ist halt übelst groß, ne? Wo zum Teufel seid ihr eigentlich alle? Level 112, ja. Ja, das ist schon richtig übel. Nero, ein bisschen mehr Abstand. Das Vieh ist da direkt rechts von dir. Ich hab's schon gerade gesehen. Ich muss meine Leiche holen. Und meinen Rucksack da hinten. Oh, das Haus sieht aber von Weitem schön aus. Ja, oh, ne? Danke. Ist aber immer noch nicht fertig. Hat was, weil da doch unterschiedliche, das Dach richtig cool aussieht mit der Farbe. Also normalerweise müssten die Rucksäcke sowas Art wie Leuchtfeuer haben, dass man direkt wiedererkennt, wo sie sind. Die Larvscheune. Gibt's eine Mod, die genau das macht? Ist echt hilfreich, Mann, schuss mal. Was alles aber gibt, ja, oder? Ich weiß, es ist zu langweilig, liebe Leute, aber ist mir egal. Wieso, was machst du denn? Sterben. Das wäre langweilig, sterben ist dass, doch cool, dass der Rucksack leuchtet. Wenn man sterben tut. Na, ist doch, da fühlt man sich immer wieder wie neu geboren. Oh, ein Konto möchte den jemand zeigen. Alter Geist, was geht ab? Man, mir ging's doch nie besser, ehrlich. So. Und jetzt ist der Sarko dran. Hier, guck mal, ich habe auch so ein Ding. Ich hätte dich ja bloß ohnmächtig geschlagen. Ich sterb ja wegen dir dann hier. Mhm. So. Jetzt bin ich gerade von unseren Haustüren erschrocken. Hast du Hide? Ja. Oh, man. Geil. Schmeiß die Kiste. Warum? Oder gib's mir oder was auch immer. Komm mal mit oben in das Kapüfken. Ich wollte dir was zeigen.
Es steht immer noch kein Bett. Oh. Ich zeig's dir später. Was zum Geier hat er vor? Verstanden. Soll ich da jetzt echt ein Bett hinstellen? Ich weiß gerade echt nicht, ey. Glaube ich, kretz das ein, setz ein Passwort hin. Genau. Mit Passwort, das schützt auch. Neue Verhütung, Leute. Setzt ein Passwort an euer Bett. Like a Virgin 42 fertig ist. So, das erste Bett steht, Kinders. Alter, es qualmt ja. Ach, natürlich. Hä? Warum qualmt das? Weil es benutzt worden ist. Also, ich aber mit Alter, wer war denn da drin? Ach, wegen dem Lagerfeuer da unten, Alter. Das ist ja ein beheiztes Bett, Alter. Das ist ja richtig geil, Alter. Jo, 23 Sekunden hat's gedauert. Respekt, Remano, ist ein Highscore. Ich wusste jetzt nicht, dass dort ein Feuer drin ist im Haus. Ach nein, du wusstest nicht. Mhm. Normalerweise macht man ja Lagerfeuer nicht in einer Hütte, wo da drüber brennbares Material ist. Aber ihr seht schon, liebe Leute. Holz ist doch ein brennbares Material. War das Holz ein bisschen halt doch mal die Fresse, Remano. Oh. Nee, aber... Wenn ich jetzt bei mir in meiner Wohnung jetzt hier ein Lagerfeuer mache, soll ich mal probieren? Aber ich muss trotzdem mal sagen, die Decke hätte ruhig noch eins höher gesetzt werden können. Das ist doch nur der Eingangsbereich. Abreißen noch schon. Ist vorbei. Nur der Eingangsbereich, ist doch okay. Nur weil du nicht springen kannst, so fettes Mistvieh. Der Onkel hat einen Stern auf dem Kopf. Wenn der sagt, das muss höher, dann müssen wir das ganze Haus umbauen. Nix. Was? Wir können es ja anbauen. Das sah gerade aus, als ob das sich frei gebracht hat. Rivano, komm, wir holen mal ein bisschen Heid. Kommst du mit? Da. Ja, ich komm klar. Genau, da müssen wir mal. Aber wir suchen erstmal die kleinen Viecher. Ich glaube, so weit haben wir Gewalt über die Natur. Um die los und Dudus und. Oh, die Größe, ich weiß nicht. Ameisen, B-Mäsen. Jetzt ist er frei, ne? Chinesen. Nee, hier. Ach, so sah das gerade aus. Kawasaki! Er läuft rückwärts! What the fuck? Mr. Miyagi! Der macht Moonwalk! Alter, nee, der sammelt Fliegen. Den dürfen wir nicht wegnehmen. Der hat halt immer einstecken. Mhm. Der isst die danach. Da ist eine Fliege! Unser Gegner, die schlimmsten Gegner. Komm, wir hauen die weg. Moskito-Alarm? Alter. Und Yannick, wie läuft's? Ich guck den 2 Grad dabei zu, wie sie das Krokodil mit Steinen bewerfen. Lustig aus. Richtig mittelalterlich, so Steinigung. Ja, dass die Peter da nichts dagegen hat? Noch sind wir bei Age of Empires im im Steinzeitalter. Ne? Ja. Absolut richtig. Wir müssen uns erstmal upgraden. Entwickeln. Du weißt, wie das geht. Evolualisieren. Du weißt ja, wie das geht. Evolution. 5000 Gold an mich, danach sag ich. Nee. Rivano, kennst du die Dinos hier? Welche? Die kennen wir noch gar nicht. Guck mal, die sind neu. Oh, yo. Könnten Warane sein. Ich glaube, die sind sehr gefährlich. Den großen Schild hinten ja, auf dem Rücken. Ja. Die kamen mit dem letzten Patch, die Metrodons heißen die. Was für Dinger? Was können die denn? Metrodon. Tun die uns was? Können die? Ja, das sind Fleischfresser auf jeden Fall. Spucken auf Feuer, oder? Ja, ja. Und Bienen. Und Säure? Nein, nicht die Bienen! Was, die spucken Bienen? Ja. Echt? Aggressive Bienen. Rivano! Die verarschen uns gerade, glaube ich. Wir sollten die alle mal verhauen. Wenn die Viecher bellen, dann verspucken sie dich mit Bienen. Nein, auch. Aber es gibt so Viecher, die Feuer spucken können, aber die nicht, oder was? Ja, aber das war nur der Dodo-Rex. Der kann Feuer spucken. Ja, und der Drachen-Rex, ne? Aber die tun uns gar nichts. Ja, guck mal, wie nah wir dran der stehen. Ja. Die sind ganz friedlich. Ja, bestimmt. Guck mal. Meine blödes Vieh fall doch endlich um. Endlich. Ja, der rennt aber echt vorbei. Obwohl, okay, der hat mal XP gegeben. Der sieht aber schon. Der Level 48, da packen wir niemals. Nee, ich will ihn noch nicht töten. Ich hab Angst vor dem Vieh noch. Boah, ich will den Dodo. Den Dodo will ich haben wegen Hyde. Boah, Primeat. Willst du jetzt schon mit Primeat? Wir haben das ja nicht für irgendwie. Das ist unser Gott. Beten. Komm auf. Onkel, wir haben ein Problem. Gott, Meister. Alter, ich will ja jetzt gar nichts sagen, aber die komischen Insekten machen übelsten Schaden, ey. Natürlich. Echt, wurdest du getötet von den scheiß Viechern? Doch nicht, aber gleich. Ich bin fast tot. Hallo, reiß doch mal zusammen jetzt. Ey. Hallo. 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 Halala, schön, dass es dich gibt. Ja, Nummer 1 lebt noch. Ach, ist das geil. Nein, das heißt Nummer 5. Nummer 5 lebt. Nein, bei mir ist Nummer 1. Ruhe.
Du wirst immer meine Nummer 1 bleiben. Okay, das ist weg. In deinen Federn. Okay, komm mal schnell, hilf mir mal. Also ich bring dir meine Federkäse. Sau gut. Die sind wir weg, Rivano. Ja, einer ist noch hinter mir. Ja, dann tötest du doch. Ja. Aber nicht in 112er, oder? Nee, das ist nur Level 22. Langweilig. Ich hab mir gerade ein Level upgedatet. Nein! Scheiße! Killerbienen. Killerbienen. Wo zum. Der spuckt Bienen. Achso. Ja, nee. Ja. Die Idioten glauben das auch noch. Ja. Du so, der spuckt. Ey, Bienen! Würdest du Nummer 1 nochmal mitnehmen? Wo bist du denn, Levado? Hinter dir. Hast du die Biene abgehangen? Gut. Ja, hab ich gekillt. Okay. Und hast du mittlerweile jetzt eine Zwille? Nee, brauche ich aber auch nicht. So, okay. Aber ich. Auch wenn er keine Zähne Zwille hat, weiß ich auf alle Fälle, was jetzt ist. Ein Slingshot, Entschuldigung, mein Gott. Hallo. Eine Zwille-Slot. Muss ich eigentlich immer das Arschloch sein, das die Folge beendet? Ach, die Folge zu Ende? Ja, 1 Minuten. Jo, dann bin ich da dran, ne? Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder richtig Spaß gemacht. Ja. Es ist weiß, es ist der Anfang, aber es wird jeden Part natürlich mehr, wir bauen mehr und wir haben auch gerade erst angefangen. Aber es ist auch gerade das Schöne an dem Game. Bleib doch mal stehen. Oh, ja, lass schlimm. Mich doch erzählen, ich will aber dabei laufen. Alter, ey. Okay, ich guck mal Onkel dabei an. Nee, und dann schaut auf jeden Fall mal bei allen Kanälen rein, bei Onkel, Gamercheck LP, bei Neros Spielstube, bei Noxy. Schaut einfach in die Videobeschreibung rein. Genau, da ist alles verlinkt, da sind alle verlinkt. Und ja, es kommt auf jeden Fall noch jede Menge Folgen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Rivano und Co. Bis dann, ciao. Tschüss.